Dass die Stasi mich kontrolliert, war mir schon klar. Also, dass sie meine Post kontrollieren, dass sie meine Telefonate kontrollieren, das war mir schon klar. Dass sie auch versuchen, mein Leben zu bestimmen oder zu lenken. Aber für die Stasi war eins klar, das macht nicht nur Radomski und Schäfke alleine, das machen mehrere. Und wir können jetzt nicht einfach Radomski und Schäfke einsperren. Wir müssen das ganze Netz, was vom Bundesnachrichtendienst in der DDR geleitet wird, unterhalten wird, das müssen wir ausheben. Genauso, wir können nicht den Roland Jahn im Westen einsperren. Da gibt es ein ganzes Netz, was vom BND bezahlt wird, finanziert wird. So, und da können wir nicht einfach, wir waren ja letztendlich bloß drei Leute und der Kurier. Ja? Und das war der Stasi nicht plausibel genug, dass die Fernsehen machen. Bundesdeutsches großes Fernsehen. So, und das habe ich auch gelesen in meinen Stasi-Akten. So, und da haben sie natürlich dran gearbeitet, dieses Netz, was es ja nicht gab. Und es gab, war ja auch so. Also die waren der Meinung, ihr seid Teil eines großen Spionagenetzes. Genau. So, und zum Beispiel Ibrahim Böhme, der ja kein Unbekannter ist, der blieb manchmal bei mir im Trabant sitzen. Der wollte einfach zur Übergabe. Ich hatte mit ihm ein Interview gemacht, der war auch ein sehr guter Interviewpartner, aber er blieb dann einfach sitzen und sagte, ach, ich komme noch mal mit, und ich sage, ich nehme da keinen mit hin, ich habe da nie mit hingenommen, und es ist auch sehr unangenehm, einem Freund zu sagen, steige jetzt endlich aus dem Auto raus, ich nehme da keinen mit hin, ja, und das hat er nicht kapiert, bis er sagt, er hat es kapiert, aber die Stasi hatte ihn auch beauftragt, rauszufinden, wie das funktioniert im Einzelnen, so. Und sie haben mich ja jetzt nicht 30 Tage, 24 Stunden rund um die Uhr bewacht, sondern nur mal zu besonderen Anlässen. Also sprich 40. Jahrestag der DDR, da stehen unten drei Ladas, guckst aus dem Fenster, sie stehen früh da, gehst vom Schlafen gehen, guckst nochmal runter, sie stehen immer noch da, gehst zum Bäcker, sie kommen mit, gehst irgendwo, sie waren jedenfalls immer hinter mir, vor mir, neben mir. So, und da habe ich dann überlegt, wie trickst du die Bande da aus? So, und dann hatte ich die Idee, in meiner Wohnung einen Zeitwecker zu installieren, und der dann meine Wohnung verändert. Also sprich, der macht Radio an, der macht Radio aus, der macht Licht an, der macht Licht aus, und so, dass die Stasi von unten denkt, ach, jetzt geht er schlafen, ach, jetzt hört er Musik, wenn die Wohnung verwanzt gewesen ist, weiß ich nicht, kann ich jetzt, aber damit habe ich gerechnet. Und so habe ich Leben in der Wohnung vorgetäuscht und bin denn an dem Tag der ersten großen Demonstration in Leipzig über mein Dach ausgestiegen und bin in Berlin mehrere, ein Dutzend Häuserblocks vorgelaufen und bin da wiederum durch einen anderen Hausausgang ausgestiegen. Und dann hatten wir zwei geborgte Autos, und mit diesen geborgten Autos sind wir dann hier nach Leipzig gefahren. Und in Leipzig war auch wieder das Problem, wir waren eine Woche vorher schon da, und da hatten wir alles, du gehst auf eine Demonstration, keiner hat was in der Hand, weil jeder denkt, wir müssen gleich wegrennen, wir müssen uns wehren, nur du hast da so eine olle Tüte mit einem Handtuch drin und denkst, du willst jetzt da filmen. Und alle denken, was macht denn der da? So, wir haben uns das einfach nicht getraut, die Woche davor zu filmen. Wir haben nur Tonaufnahmen quasi machen können. Und dann dachten wir an diesem Tag, am 9., wir müssen jetzt hier irgendwie filmen. So, dann sind wir den Ring abgegangen, sind wir auf ein Hochhaus hier gegangen und haben uns da schon so einen Balkon, vom Treppenhaus gab es einen Balkon, und haben uns da hingelegt, und dann kam der Hausmeister und hat uns weggejagt. So, und dann dachten wir, ach, das Haus steht ganz gut, schöner Winkel zur Demonstration, sind an dem Haus hochgegangen, und man erkennt ja auch durchaus an einer Wohnungseingangstür, ob das Gleichgesinnte, zum Beispiel mit Hilfe von Aufklebern, damals ja sehr verbreitet, auch geduldet. Und wenn da eben dementsprechende Aufkleber dran sind, da denkt man, ach, da könnte es klappen, die lassen uns. Haben wir geklingelt, haben unser Anliegen geäußert, und die haben ja gesagt. Und dann habe ich da zwei kleine Kinder gesehen. Und dann dachte ich, Mensch, die Stasi wird doch nicht so blöd sein, die können doch den Winkel genau rauskriegen, von wo da gefilmt worden ist, und diese Wohnung rauskriegen, und dann wären diese arme kleine Familie mit ihren zwei kleinen Kindern, das wollte ich nicht. Ich wollte die da nicht in Versuchung bringen, uns zu verraten. So, und dann sind wir zu einer Kirche gegangen, haben beim Pfarrer, der Pfarrer hat 8 Sekunden gestoppt, und dann hat er ja gesagt, und dann haben wir da gefilmt und haben von der Kirche diese Bilder gemacht. Ihr seid hoch auf dem Turm, oder? Kannst du das nochmal beschreiben, bitte? Ja. Und dann
haben wir den Pfarrer gefragt, ob wir vom Kirchturm von oben die Demonstration filmen können. Dann hat er eine kurze Schrecksekunde gehabt, so vielleicht 6-7 Sekunden, und dann hat er Ja gesagt. Und ich glaube, da ist er auch heute noch sehr mit zufrieden, dass er Ja gesagt hat. Und dann sind wir da auf den Kirchturm und haben in der Taubenscheiße gelegen und haben die Bilder gemacht. Sicherlich aus heutiger Sicht nicht spektakulär, aber es sind die einzigen gewesen, die es am damaligen Abend für die Welt gab. Und das war ja das Wichtigste, nicht? Als du diese Demonstration von da oben sahst, das waren schätzungsweise 70.000 Menschen, die da den Platz füllten plötzlich. Was ging da in dir vor? Die Angst war auf dem Kirchturm schon so ein bisschen weg. Die Angst war auf der Herfahrt, als wir von Berlin mit einem geborgten Trabant hierher gefahren sind und kilometerlange Konvois mit Militärangehörigen, Kampfgruppen, Polizei, weiß der Geier, was da alles drauf saß, als wir die Richtung Leipzig überholt haben. Da dachte ich, die holen doch nicht diese Tausende von Militärs umsonst nach Leipzig. Warum sollen die da Picknick machen oder nur mal so eine rauchen? Die holen die doch extra wegen dieser, um diese Demonstration zu verhindern, holen die doch her. Und ich wusste nicht, ob die jetzt scharfe Munition auf dem Wagen hatten, aber davon ging ich vielleicht durchaus mal aus. Da hatten wir total Angst, dass die denn wirklich eingreifen. Und zwar nicht nur mit einem Gummiknüppel, sondern eben auch mit anderen Geräten. So, und wir haben sie auch in Leipzig gesehen in den Seitenstraßen, ja. Sie waren ja auch präsent. Aber irgendwie, es war so eine dermaßen Stille über die Stadt. Die haben ja auch die ganzen Lampen ausgemacht. Es war auch duster. Es fuhr auch nichts mehr. Die Straßenbahnen waren eingeklemmt von den Demonstranten. PKWs fuhren da auch nicht mehr. Und ich hatte so immer das Gefühl, wenn die jetzt eingreifen, kann es nur die chinesische Lösung geben. Und hoffentlich machen sie das nicht. Also ich bete nicht oft in meinem Leben, aber sicherlich habe ich in dem Moment da drum gebeten.